Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Luigi's Mansion 2. Wir gehen weiter durchs Schneebergwerk und zwar in D3 über den Abgrund. Über dem Abgrund muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Luigi, ich wollte es mir ja nicht nehmen lassen, deine Supergeister-Standbeete zu studieren. Aber das muss warten. Ich habe nämlich just eben das Finstermondstück geortet. Aha. Überraschenderweise stammt das Signal von außerhalb der Mine, aus dem alten Werkhaus. Dieses Werkhaus liegt jedoch jenseits der Schlucht und die Foxel-Station springt nicht an. Zum Glück wusste der Tod, den du gerettet hast, wie man die Schlucht überwinden kann. Er meinte, man könne mit der Seilbahn kinderleicht bis zur Tür des Werkhauses fahren. Das Wetter wird zwar immer schlechter, aber so dürftest du rasch ans Ziel kommen, mein grünkappiger Freund. Du musst nur zur Seilbahnstation laufen und einsteigen. Schon bist du im Nu drüben. Wunderbar einfach, oder? Ich melde mich gleich auf dem Duo Spukophon, wenn du dort bist. Na dann, gute Fahrt, Luigi. Ah, Luigi. Der arme kleine Knirps muss also ins nächste Abenteuer. Ja, über den Abgrund. Meine kleine Gesangsperformance am Anfang. Ich weiß, ich bin ein exzellenter Sänger. Und? Da ist auf jeden Fall schon mal ein Fahrstuhl, der sieht ziemlich vereist aus. Und rechts war ein Hundi. Och, Luigi friert. Na hallo, ist doch nicht so schlimm. Und die Kamerafahrt hat hier ganz unauffällig auf den Kamin hinten gezeigt. Da gehst du wohl weg. Hey, der ist ein Goldener davon. Der droppt Gold, was? Ein goldener Hund. Ja, dann droppt man noch ein bisschen mehr Gold, Freundchen. Die sind so süß. Oh, jetzt hat er sein ganzes Geld verloren. Jetzt ist er wieder ein normaler Hund. Die wollen mich zu Tode rollen. Na, rollt ihr mich an? Ah, sie laufen zu mir hin. Sie wollen mich angreifen. Sie haben leider nicht so richtig die Möglichkeit dazu. Ja, aber wir wollen uns natürlich nicht nur mit den Hunden hier beschäftigen, sondern wir wollen... Ja, schauen, dass wir vermutlich erst einmal hier irgendwie den Fahrstuhl wieder in Gang kriegen. Ja, wenn die Kamera schon hier hinten drauf gezeigt hat, habe ich mir schon gedacht, dann wird man ja auch irgendwas damit machen können. Ah, und zwar nach oben fahren. In Ordnung. Ein weiterer kleiner Hund. Und ein sehr schönes Gemälde im Hintergrund. Oh, dahinter ist ein Safe. Herzchen oder Gold? Nee, Gold. Gold, Geld, Geld, Gold, Gold. Ah, immer rein damit in den Beutel. Nun gut, was machen wir denn als nächstes? Hier war doch irgendwo ein Kerzenleuchter ganz oben. Ist der immer noch da? Ach, erstmal machen wir jetzt hier das Fenster zu. Gibt's doch gar nicht, dass das hier so reinschneit. Deswegen ist überhaupt der Fahrstuhl auch erst so eingefroren, glaube ich, weil das Fenster hier aufstand. Was ist denn mit diesem Rad hier? Ah, schau mal einer an. Da kann man den Kronleuchter bzw. diesen Kerzenleuchter hier nach oben fahren. Und höchstwahrscheinlich auch wieder nach unten. Und ich rate jetzt einfach mal, dass wir mit dem nach unten fahren, den Fahrstuhl wieder flott machen. Das war gut geraten. Sehr, sehr gut geraten sogar. Also rein in den Fahrstuhl. Ne, tut mir leid, ihr müsst wieder hier oben bleiben, ihr kleinen Hundis. Hä? Ach so, ich muss den Schnee hier noch wegmachen. In Ordnung, jetzt darf ich aber wirklich wieder nach unten fahren. Wird auch endlich mal Zeit. Also zurück im Luftschacht. Und. Jetzt gehen wir hier mal nach rechts. Da kommt schon Seilbahn. Ah, da ist wieder dieses ekelhafte Seilbahngeräusch. Ah, dieses Seilbahngeräusch. Das ist nicht meins. Das klingt so ein bisschen wie der Bohrer beim Zahnarzt, finde ich. Also wenn man auf dem Zahnarztstuhl liegt und der Zahnarzt dann sagt, nee, das tut gar nicht weh. So ein bisschen daran erinnert mich das. Nein, ich habe keine Angst vorm Zahnarzt, falls jemand fragt. Was haben wir denn hier? Das sieht doch mal richtig aus. Eine Bombe. Sprengt die das Eis? Ja. Kommt direkt die nächste Bombe. Und lass mich raten, du sprengst auch eine Plattform. Ja, das ist jetzt hier rätseltechnisch nicht ganz so anspruchsvoll zum Glück. Was haben wir hier noch so? Ach, da ist noch eine Bombe. Na, sehr schön. Das müsste auch die Tür sein, durch die wir gehen müssen. Richtig. Ah! Also, finde die Seilbahn ist abgeschlossen. Ja, dann gehen wir doch einfach mal in die Seilbahn rein. Oh, nö! Ah!
drei von den starken Geistern direkt. Müssen wir die jetzt besiegen? Hä? Nö! Jetzt haben die da Ketten vorgespannt. Ah, ich ahne Böses. Ich ahne Böses und ein Anruf von Gidi wird das Böse bestätigen, vermutlich. Heiliger Krr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 r
Denn irgendwo hier sollte der Geist sein, laut Karte. Die Karte seht ihr jetzt nicht, ich mache die jetzt auch nicht an. Irgendwo hier müsste auf jeden Fall der Geist sein, in einem der unteren Räume. Haben wir hier eigentlich... Ja, da ist was Verstecktes! Wo sind jetzt die Kugeln? Sind die auf der anderen Seite? Ah, die sind auf der anderen Seite! Schwein gehabt. Oh, was gibt's hier als Belohnung? Ein Juwel! Sehr schön! Ein weiteres Juwel. Zwei Stück fehlen uns noch. Also ganz so viele Juwelen müssen wir schon mal nicht mehr sammeln. Das ist doch schon mal ganz angenehm. Jetzt sind wir wieder bei der Eisrutsche. Das hat gewackelt da vorne. Oder hat es gewackelt, weil ich dagegen gelaufen bin? Wahrscheinlich eher, weil ich dagegen gelaufen bin. Naja, machen wir nochmal die Rutschpartie hier. Die finde ich eigentlich ganz witzig. Goldene! Goldene Spinnen! Da war noch eine goldene. Nein, ich habe die verpasst. Kriege ich jetzt meine Goldbarren noch? Rutschen die mir hinterher? Wie gemein, die Goldbarren sind weg. Kann ich die jetzt noch nachträglich holen? Aber wisst ihr was? Ich gehe jetzt noch einmal durchs Portal. Ich will mal einmal kurz schauen, ob man das Gold hier noch kriegt. Liegt das da noch? Ja, 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 ich weiß, ihr seid Spinnen, ihr seid böse. Jeder hat's verstanden. Nein, die goldenen kriegt man nicht mehr. Ach, schade. Ich dachte, jetzt kriege ich hier noch Goldbarren oder so. Na denn, gehen wir hier einfach mal auf regulärem Weg weiter. War hier nicht eine Tür? Ach, irgendwie muss man sichtbar machen erstmal. Rein ins Beutelchen, liebe Kugeln. Und rein in die Tür. Schmugglernest. Das hört sich doch gut an. Hier ist doch sicher irgendwo ein Geist. Ich weiß auf jeden Fall, dass da vorne eine Statue noch war. Genau, da erinnere ich mich nämlich noch dran vom letzten Mal. Schön. Und jetzt? Toll, jetzt hat sie die andere Statue aufgespießt. Hat aber nicht ganz so viel gebracht. Oder. Ah, da ist der Grünling. Ah, der hat das Fenster aufgemacht. Geht's noch? Wieso macht er das Fenster auf? Da kommen die ganzen Geister rein. Ja gut, das wird natürlich auch sein Plan gewesen sein wahrscheinlich. Da stellt er sich einfach mutig vor mich hier, der Geist. Der weiß wohl nicht, mit wem er es zu tun hat. Nämlich mit Luigi. Dem Geisterjäger. Kriege ich euch gleichzeitig in den Blitz rein? Ja! Habe ich auch beide gleichzeitig gefangen? Ich glaube ja. Jetzt machen wir erstmal das Fenster hier zu. Also wir fangen den Grünen gleich, aber erstmal schließen wir das Fenster. Wo ist er denn jetzt? Da! Boah, der hat sich hier so ein Holzblock geholt. Jetzt kommst du aber rein ins Beutelchen, ob du willst oder nicht. Das ist das Motto dieses Let's Plays. Rein ins Beutelchen. Ah! Komm schon! Ja, der war viel einfacher als der Gelbe. Und damit ist die grüne Kette gebrochen. Haha, also nächste Kette kaputt. Löse die grüne Kette, ist erfüllt. Gut, weiter geht's. Erstmal in den Raum hier rein natürlich. Aufzugsschacht. Ja, fahren wir mal nach unten. Dudi-dudi-dudi-dum. Haben wir ja auch schon mal gemacht. Also hier kennen wir uns ja auch ganz gut aus eigentlich schon. Es ist übrigens ein relativ großes Gebiet. Ich glaube, das ist das größte Gebiet, was wir bis jetzt hatten hier bei Luigi's Mansion 2. Die anderen Gebiete, also die anderen Häuser, Schlösser, was auch immer, die waren ein bisschen kleiner. Naja, aber ist ja auch schön, wenn man mal so ein längeres Gebiet hat. Ah, Münzen! Und Fledermäuse! Die auch nochmal Münzen droppen. Und Geldscheine. Oder nur Geldscheine. Ach, das sind wieder die blöden Geldscheine, die man nicht kriegt. Erstmal ziehen wir hier natürlich mal wieder an dem Schalter, beziehungsweise an diesem... Ja, was auch immer, an dieser Kette. Und gucken, ob wir da oben noch was rauskriegen. Das letzte Mal war dann Juwel drin. Ist das immer noch da drin? Ah, das ist immer noch da drin. Na dann, vergesst, was ich gerade gesagt habe. Wir gehen doch direkt nach unten. Ah, da liegt das Juwel. Oh, das schwebt jetzt in der Luft. Naja. Also, auf die andere Seite. Floink. Komm schon. Dreh mal ein bisschen schneller, Luigi. Sind wir wieder im Feiglingsklamm? Ja gut, da wissen wir ja schon, wo wir lang gehen müssen. Da müssen wir ja einfach nur hier hinter dieser Fake-Wand her. Dudi-dudi-dudi-dumm. Direkt rein in den nächsten Raum. Tieflager. Das sieht doch schon mal gut aus. Und hier...
Moment, das hier war der Raum. Ach stimmt, hier haben wir diesen Fight gegen die Kristallgeister gehabt. Kann man hier noch irgendwas machen? Was haben wir hier rechts? Bohrgrube. Was war da links in dem Raum? Ich habe es schon wieder komplett verdrängt, ehrlicherweise. Ach, genau. Hier der Kohlenbruch. Okay. Dann würde ich sagen, gehen... Müsste hier nicht eigentlich ein Topf hängen? Da ist ein Topf! Tatsächlich, ein versteckter Topf! Komm schon, blöde Kugel! Yay, wir haben den Topf gekriegt! Und nu? Wie, nix? Ja, nix kann doch gar nicht sein. Wieso passiert hier nichts? Kann man den schieben? Ah, man kann den schieben übers Feuer. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich ein bisschen Knete. Nee, wir kriegen Buhu! Ich bin's, der Regenbogen. Und du siehst gleich kunterbunter Sterne. Na, das wollen wir auch mal wissen. Das glaubst auch nur du. Ich werde dich einfangen. Eins, zwei, dreifache Aufladung. Apropos dreifache Aufladung. Ich frage mich, was das letzte Extra ist. Wir kriegen ja noch ein Extra für die 20.000 Goldmünzen. Und ich frage mich ein wenig, was das für ein Extra sein könnte. Ah! Hör doch auf, hier Sachen unsichtbar zu machen. Wo ist denn jetzt der Buhu hin? Buhu? Buhu! Wo bist du, alter Freund? Wir sind gar nicht befreundet. Wo ist der denn? Da ist er! Boah, Mann. 3, 2, 1, ja, jetzt haben wir ihm genug Schaden zugefügt. Rein ins Beutelchen. Sehr schön. Also, wir haben den Buhu dieses Levels gefunden. Was für ein Kampf. Machen wir erstmal die Tür wieder sichtbar. Du-di-du-di-du-di-dum. Yay. Und gehen hier rein. Und, ja, dann. Dann. Können wir ja eigentlich mal versuchen, hier durch das Portal durchzugehen, oder? Ja, machen wir einfach mal. Wir gehen einfach mal durch das Portal hier durch. Keine Ahnung, das dürfte doch ganz vernünftig sein. Aber jetzt sind wir wieder in der Berghütte. Das ist ja total blöd, in die Berghütte. Ein Juwel! Ach, da links war ein Juwel drin, das wusste ich gar nicht. Cool, eins fehlt uns noch. Hallo, ja. Hallo, ich freue mich ja auch, euch wiederzusehen, kleine Hunde. Hier, du kommst da jetzt oben mal drauf. Kann ich die da draufsetzen? Nö. Ihr sollt euch da draufsetzen. Ach, ihr kleinen Knuddelkugeln. Na, dann kommt halt mit. Was haben wir hier? Da haben wir einen Schrank und da ist der letzte Geist. Nein, wieso nach oben? Ah, bleibt doch hier. Oh, jetzt kommen da noch kleine Geister raus. Kann doch gar nicht wahr sein. Alles und jeder flüchtet hier vor mir. Dabei will ich euch doch nur fangen. Das ist doch gar nicht so schlimm. Das tut auch gar nicht weh. Das tut auch gar nicht weh, ich verspreche es euch. Also ich weiß nicht, ob es weh tut. Ich rate jetzt einfach mal, dass Gefangenwerden nicht ganz so schlimm ist. Ich meine, die werden ja nur angesaugt und in den Beutel gesteckt und hinterher werden sie auch wieder freigelassen. Muss man fairerweise dazu sagen. Kann ja jetzt nicht ganz so furchtbar sein. Also stellt euch nicht an, ihr kleinen Geister. Ah, da ist er, der Rote, der Aua. Ne, wie viel hatte der? 500? Oh, nee, 250. Ich wollte gerade sagen, ich habe 500 gelesen. Also 500 wäre natürlich schon echt extrem. Das hätte ich jetzt auch ein bisschen übertrieben gefunden. Der Gelbe hatte... Wie viel hatte der Gelbe denn? 300 war das, glaube ich, ne? Naja, trotzdem halten die echt viel aus, diese starken Geister. Also die sind schon echt übel. Na komm schon, rein in den Beutel! Ja, das soll es gewesen sein. Und damit haben wir auch die letzte Kette zerstört. Floink. Da ist sie weg. Das heißt, wir können endlich zu diesem Raum, wo wir eigentlich schon vorher hin wollten. Na, Gilly hat noch was dazu zu sagen. Yellow. Gut gemacht. Das war der letzte Kette, Luigi. Endlich musst du mit der Seilbahn fahren. Schnell zur Station, Luigi. Ja. Wahrscheinlich muss ich nicht mit der Seilbahn fahren, sondern kann mit der Seilbahn fahren. Tschüss, Hunde. Macht's gut. Weiß nicht, ob wir uns nochmal wiedersehen. Ah, die pennen. Die interessiert das gar nicht mal so sehr, dass ich weggehe.
Wie kommen wir denn jetzt nochmal zu dem Raum? Wir müssen den Fahrstuhl hier benutzen, richtig? Ach genau, und dann unten haben wir wieder dieses eklige Zahnarztgeräusch. Ah, da ist es wieder, das Zahnarztbohrergeräusch. Ah, ekelhaft. Na komm schon. Aha, schon hängen wir also dran. Gar nicht mal so schwierig. Gut, also jetzt durch den Raum hier noch durch und dann können wir uns endlich den neuen Raum angucken, beziehungsweise diese Seilbahn hier vorne. Ah, es ist rutschig. Seilbahn, sehr gut. Da sind Herzchen, die sauge ich jetzt aber nicht ein. Denn ich bin voll geheilt. Ha. Ich denke mal, wir müssen mit der Kanone hier vorne wahrscheinlich schießen. Achso, das ist so eine Ego-Geschichte. Okay, aus der Ego-Perspektive. Was haben wir denn da? Da haben wir Eis, da haben wir einen Baum. Kann man den Baum umkippen? Oh! Luigi zerstört in seiner Freizeit gerne Natur. Vielleicht sollten wir hier auch nochmal die Eisblöcke auf der Seilbahn rechts kaputt machen. Ich denke mal, das ist ganz klug. Genau, und jetzt können wir da nach unten fahren. Okay, dann rate ich jetzt einfach mal, dass es das hier war. Und dann gehen wir mal links in den Raum. Wir waren da ja schon mal. Wir haben da schon ein Juwel gefunden. Hey, Gitch ruft schon wieder an. Oh. Hello. Luigi, kannst du mich hören? Schöne Misere. Diese Gondel wo so schnell nicht mehr. Sie völlig hinüber. Du musst die Schlucht ohne Bahn überqueren. Ja, ja, haben wir doch schon vor. Ach, Professor Gitz, er erzählt mir immer Sachen, die ich schon weiß. Ah, das ist die Krähe. Oder also, da sind die Krähen. Wir wissen ja nicht, was aus der Krähe geworden ist, die wir oben auf dem Uhrturm gefunden haben. Meine Lieblingskrähe. Ich hätte der Krähe einen Namen geben sollen. Eigentlich sollte ich die Krähen... Ah! Eigentlich hätte ich die Krähen wirklich mal benamen sollen. Wir sollten uns auch mal einen Namen für den kleinen Hund eigentlich aussuchen. Ich weiß gar nicht, wie der Hund heißt, dieser Geisterhund. Beziehungsweise, ich habe mal auf irgendeiner Webseite von Luigi's Mansion 3 gesehen, dass der Polterpup heißt. Also zumindest im Englischen. Ich nenne den jetzt erstmal Polterpup, bis mir was Klügeres einfällt. Diese Toilette hier wackelt, das heißt, da wird wahrscheinlich ein Minispiel auf uns warten. Ja. Okay. Und zwar? Daumen Schneeball. Ah, Geister. Hallo? Okay. Muss ich die abballern? Ach, die muss man einfach nur abballern. Na, das ist ja gar nicht mal so schwer. Kriege ich noch einen Schneeball? Ja. Okay. Da ist der nächste. Auch Treffer. Okay, relativ leichtes Minispiel. Was? Goldbarren gibt's hier? Hallo? Ich will nicht getroffen werden. Aua! Zeig dich! Nein! Oh, oh, das könnte knapp werden. Was? Das gilt nicht als Treffer? Was? Nein! Das hat nicht gezielt. Ich hab's nicht geschafft, die alle zu kriegen. Das kann doch gar nicht wahr sein. Oh, ich wette, da hätte ich das letzte Juwel gekriegt. Oh, da hätte ich mit Sicherheit das letzte Juwel gekriegt. Naja, dann müssen wir das Juwel hier nochmal holen. Beziehungsweise, ich bin mir sicher, dass da erst Juwel drin war. Ich würde sagen, das Juwel, das hole ich hier aber auch einfach mal im Nachhinein. Gehen wir erst einmal hier weiter nach unten. Na? Da im Hintergrund war König Buhu, habt ihr ihn gesehen? Da war definitiv King Buhu. Ach, die Truhe kann ich nicht aufmachen. Hätte ich die von vorne beschießen müssen? Ah, die hätte ich von vorne wahrscheinlich beschießen müssen mit der Kanone. Naja. Werkhaus. Aha, aha, aha. Okay, okay, okay. Oh. Ja, keine Angst haben, Luigi. Ich bring dich da schon irgendwie... Oh, irgendwie rüber. Jetzt greifen uns die Krähen hier schon an. Ich hab den Krähen... Ich hab euch doch gar nichts getan. Hab ich da irgendwie durch die Gegend geflippt, aber... Der wollte das so. Der wollte durch die Gegend gekickt werden. Auf dem Uhrturm, bin ich mir fast sicher. Boah, wir sind endlich auf der anderen Seite angekommen. Und?
Kann man hier irgendwo rein? Oh, hier rechts kann man rein. Wartungsraum. Okay. Hey, Giddy ruft nochmal an. Na, was hast du zu sagen? Luigi, ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung. Du, in den Wartungsraum geschafft. Famos. Dieser Generator, die Tür des Werkhauses und die Foxy-Station mit Strom. Du, ihn unbedingt in Betrieb setzen. Los, los. Ah, wir sollten hier auch rein. Ja dann. Hier haben wir eine Bombe. Oh, die kann man da oben reinschießen. Nein, 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 nein. Bitte bring mich nicht um. Also hier geht's auf jeden Fall weiter. Also ich denke mal, das wird ja wahrscheinlich auch so mehr oder weniger das Letzte sein, was wir machen müssen. Können wir hier draußen noch irgendein Geheimnis finden? Also gibt's hier noch irgendwas, was man einsammeln kann oder so? Nö. Okay, also ich denke mal, der Strom wird dann dieses Gerät hier versorgen und dann können wir in die Tür. Dann schauen wir da also doch mal, dass wir dieses Rätsel hier vielleicht mal eben hinter uns bringen. Also, Bombe nehmen. Wo schießen wir die denn rein? Ich schieße die erstmal da rein. Hat das jetzt was gebracht? Hallo? Uno? Ach, jetzt verstellt sich da der Schalter. Okay, okay, okay. Ja, schießen wir mal in die Mitte. Und dann? Ach, jetzt muss man... Ach, man muss einfach nur alle... Man muss alle Zahnräder einfach nur freilegen wahrscheinlich. Okay, das ist aber nicht ganz so schwer. So, jetzt machen wir erstmal wieder diesen Doppelpfeil hier zur Seite. Also nach rechts. Ah, nein, ich wollte die Bombe haben. Oh nö, die Bombe ist weg. Ab und zu sauge ich mal aus Versehen so einen Kristall an. Gut, 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 gut. Jetzt schießen wir hier mal eine rein. Dann müsste ja eigentlich der untere Doppelpfeil nach rechts zeigen. Nee, noch nicht. Aber jetzt, wenn ich die Bombe nochmal aktiviere... Genau, dann zeigt die nach rechts, diese Doppelpfeilgeschichte. Und wenn ich dann noch eine Bombe in die Mitte werfe, dann müsste doch eigentlich der mittlere Eisblock auch zerstört werden. Ist das so? Sherlock Huxel löst mal wieder Rätsel. Na komm schon, Bombe. Geh kaputt. Na? Ja! Alle drei Zahnräder laufen wieder. Uiuiuiuiuiui. Und damit ist das Tor aktiviert und der Voxelporter läuft. Sehr, sehr schön. Ah! Oh, oh. Was ist hier los? Nein, alles ist voller Schnee. Und so endet die Geschichte von Luigi. Gehen wir mal ans Telefon. Hallo? Luigi, ich kaum hören. Du, eingeschneit? Gut, dass du die Kamera draußen... Ich die schnell zurück. So, du dich schnell aufwärmen, ehe du gegen den antrittst. Aha. Also, wir haben die Mission geschafft. Sehr schön. Ein Minigame haben wir nicht geschafft. Also, ich gehe ganz stark davon aus, dass da das letzte Juwel gewesen wäre. Heißt, das müssen wir also noch machen. 2 Sterne Rang haben wir bekommen für die Mission. Sehr, sehr schön eigentlich. Also, ja, guter Schnitt für die Mission, finde ich. Und schon? Na? Foxelportieren wir uns zurück in die Homebase zu Professor Gitz. Tatatata! Willkommen zurück, mein wachgarer Freund. Ja, erstmal den Beutel natürlich leeren. Wenn wir den jetzt schon vollgestopft haben, dann machen wir ihn auch leer. Juwel, Juwel, Geist, Buhu und 864 Reichtümer. Sehr schön. Gut, dass du den Generator wieder zum Laufen gebracht hast. Es wäre schlimm gewesen, wenn wir die Tür zum Werkhaus nicht aufbekommen hätten. Und nun, da auch die Voxelstation wieder läuft, musst du nie mehr an luftigen Liften hangeln. Wir sind fast am Ziel, Luigi. Arbeite noch einmal, atme noch einmal tief durch und wärme dich ein wenig auf, bevor es so richtig losgeht. Ich warte so lange auf dich.
So, das war lange genug. Fertig zum Einsatz, mein Bester? Ja, ja, wir sind fertig. Zumindest mit Mission D3. Wir haben den Buhu gefangen. Wir haben einen 2-Sterne-Rang. Und wir haben Schlitterschlacht freigeschaltet. Den Boss-Level des Schneebergwerks. Ja, das eine Juwel holen wir noch. Und ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Und falls es so sein sollte, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Luigi und dem Schneebergwerk. Macht's gut, euer Huxel. Ciao.